Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem Freeware-Add-on Städtedreieck Version 3.2 und fahren heute die Rücktour der Linie R56 hier von Oberkirchbach wieder zurück zum Griesbacher Bahnhof, falsch, zum Laubenthaler Hauptbahnhof und da speziell zum Südeingang. Und auch bei der Rücktour machen wir das mit dem hier gezeigten 15 Meter langen Citaro erste Generation, einen Citaro LÜ. Ja, mit einem 457er Euro 3 Motor im Heck und da dran ein ZF Automatikschaltgetriebe. So, dann schwinge ich mich mal rein in das gute Stück und mache es an. Dass der noch mal ein bisschen Luft pressen kann für den Fall. Das so, dann machen wir mal noch die Pfeile an und machen mal hier vorne die Türe auf. Hat er eigentlich automatisches Kneeling? Nö, hat der nicht. So, geschildert habe ich schon. 2 Minütchen haben wir noch. Ja, nun schauen wir mal, ob ich dieses 15 Meter Stück. Guten Morgen, wo kommst denn du jetzt her? Interessante Sache. Gucken wir doch mal kurz nach hinten. Aha, da hat er sich hingesetzt. Ja, ob ich dieses 15 Meter Gefährt auch wieder heil, in Anführungsstrichen, nach Laubenthal bekomme, weil wir haben es ja schon bei der Herrtour gesehen. Gerade hier in Oberkirchbach. Die Straßen sind sehr eng. Ja. Und ich habe schon mal gelunzt. Die Ausfahrt ist ein klein wenig anders, aber es bleibt dann erstmal bei den engen Straßen bis Heschem. Ja, da schauen wir mal, wie ich mich jetzt rücktourmäßig schlagen werde. So, was sagt denn die Uhr? Na, Minütchen hätten wir noch. Wisst ihr was? Das Minütchen quatschen wir jetzt nicht weg. Das drehen wir einfach mal vor. So. Weil mit AI ist es hier nicht viel. Zack und zack. So, und dann versuche ich mal mein Glück. Also, geht mal davon aus, dass ich zwar mein Bestes versuche, aber es trotzdem wahrscheinlich nicht ganz ohne Rempler funktionieren wird. So, hier versuchen wir jetzt gleich erstmal rumzukommen. So, die Ansagen sollten wieder vom Kollegen Flul kommen. So, das gute Stück. Wer es noch nicht weiß, das gute Stück gab es im Adventskalender 2020 in der Webdisk. Mittlerweile ist aber der Download-Link entsprechend zu finden in der Webdisk. Und auch dieses Repaint für... Moment, langsam. Dieses Repaint für die Rogis. Genau. So, da warten doch schon viele Leute auf uns. Dann einsteigen bitte. Hallo. Morgen, hallo. Guten Morgen. Ein Fahrschein bitte. Dann einmal bitte 2,90. Die Schrift finde ich ist nicht schön. Morgen. Moin Manfred. Bitte. Eine Fahrkarte. Das waren doch 2,90. Bitte schön. Zack. Dankeschön. Danke auch. Guten Morgen. Guten Morgen. So, alle drin. Was ist mit der Dame? Sie möchte nicht mit, dann weiter mit uns. Weil die engen Straßen sind noch nicht zu Ende. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir diese Kurve relativ weit außen anfahren. So, hier steht aber, wenn ich sehe, nur noch Grünzeug. Hier steht eine Laterne, die sollten wir ein wenig beachten. Charlottenweg. So, kommt mal einen Schritt rangelaufen hier. Da muss ich nicht so weit runterrollen. Guten Tag. Hallo. Einmal normal bitte. Dann hätte ich einmal bitte 2,90. Danke. Danke auch.
So, und jetzt fahren wir nicht ganz so weit nach rechts, weil wir müssen nämlich ganz schön ausschwenken. So, von da würde ich sagen, kommt nichts. Und von da auch nicht viel. Na, dann versuchen wir mal unser Glück. So, obwohl, jetzt die Straße ist ja gar nicht so eng. Das enge Stück kommt ja dann erst nach der Kaserne, wenn wir dann mal links abgebogen sind. Dann wird's eng. So, wir werden es trotzdem mit der Geschwindigkeit nicht übertreiben. Eigentlich ist ja das Ziel, unfallfrei zum Endstelle zu kommen. Schauen wir mal. Ist gar niemand. Hätte ich gar nicht herfahren müssen. Vielleicht möchte das Mädchen mit. Nein. Gut, dann setzen wir mal den Blinker und jetzt müssen wir uns aber mehr links einordnen, weil wir weiter in die Richtung wollen. Da. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. Von da ist frei und von da sehe ich nicht wirklich was. Ne, da kommt jetzt nichts entgegen. So, dann vorsichtig raus. Und jetzt kommt erstmal ein ganzes Stück, bis wir den nächsten Halt erreicht haben. Ach ja, hier müssen wir jetzt abbiegen. So, dann müssen wir schön großen Bogen fahren hier. Oh, Bäume. Genau das meine ich nämlich. Jetzt wird's eng. Bis Hesham. Langsam fahren und Lärm vermeiden. Okay. Mal in die Kurve schauen. Hier hätten wir die Möglichkeit sogar auszuweichen, sollte uns was entgegenkommen. So, jetzt kommt die Mauer. Das ist natürlich genauso hässlich, die Ecke. Gut, da kommen wir auf jeden Fall dran vorbei.
ist rechts vor links. Da sollte man vielleicht mal runterbremsen und gucken. Da kommt aber nichts. Dafür kommt da jetzt was. So. Für dich fahre ich mal irgendwie. So, du kommst jetzt wahrscheinlich nicht an mir vorbei. Weil ich nicht... Und hinter mir kommt auch gerade was. Versuchen wir doch mal, ob wir das hinkriegen werden hier. Klein wenig rückwärts fahren. So, jetzt passt du an mir vorbei. Sehr schön. So, waren es dann mit den Autos? Okay, dann versuchen wir jetzt weiter zu fahren. Da kommt etwas. Da werden wir mal runterbremsen und mal etwas rechts rüberfahren. Na komm, fahr vorbei. Na siehst du, es geht doch. So, hier hat man auch die Möglichkeit auszuweichen, wenn dann was kommen wird. Kommt aber nichts. Na komm, das solltest du vorbeipassen. Jawohl. Na, da kommt schon das nächste. Ey, was war denn das? Was war denn das jetzt? Also das... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das war. Hallo? Hier ist nichts. Nö. Nö. Und ich bin auch weit genug weg. Also dann muss hier irgendwas Imaginäres sein. Ja, ich weiß, mein Kleiner. Dann tun wir dich mal reparieren, bitteschön. Tut mir echt leid, aber... Also ganz ehrlich, ich war weit genug weg von die Poller. Da muss irgendwas Imaginäres, Unsichtbares gewesen sein.
Ist natürlich schade, dass die Leute jetzt schon wieder raus wollen, aber ihr müsst euch noch ein Stück gedulden. Ich glaube, bis zur nächsten Haltestelle ist es noch ein Stück. Und ich vermute mal, dass alle raus wollen. Gucken wir dann mal. Ich sehe es hier nämlich auch immer wieder aufblitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video seht, aber ich sehe es. Möglicherweise ist hier irgendetwas, was ein wenig stört. Weil eigentlich Platz war ausreichend. Also ich war nicht so weit rechts wie schon beim Hintour-Video. Definitiv nicht. So. So, und laut Spiegel ist auf jeden Fall hinten dran Platz. Und hier vorne auch. So, jetzt kommen wir in die Ortschaft, wo wir wieder diesen schönen Haken schlagen müssen. Schauen wir mal, dass wir das wieder hinkriegen. Ja, ihr dürft gleich aussteigen. Ich darf hier durch. Das ist aber schön, dass ich das darf. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie die Sache gefahren bekommen. Ey, das ist jetzt nicht wahr. Wo soll ich denn jetzt bitte schön hängen geblieben sein? Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Oh, da ist der Arsch rumgekommen, ich sehe es gerade. Hm. Aber wirklich minimal dort hinten mit dem... Ach, Mann. So, ich muss aber hier lenken, es hilft alles nichts. Ich muss, sonst komme ich nachher nicht wieder rum. So, na dann, bitteschön. Ich versuche dann mal noch einen kleinen weiter vorzufahren. So, Bus ist leer. Schön. So, meine Dame, ich fahre mir noch einen kleinen vor, bis Sie dann mitwollen. Immer noch nicht. Wie weit muss ich denn noch? Sie will nicht. Ist ja nicht so, dass ich sie nicht mitnehmen würde. Ne, sie will wirklich nicht. Gut, dann versuche ich jetzt hier wieder rauszufahren. Das ist natürlich schade. Zu zeitig, zu scharf eingelenkt und damit wahrscheinlich mit der letzten Ecke hängen geblieben. Okay. So, ach so, wir müssen hier Vorfahrt gewähren. Na, da gucken wir mal. Das passt. So, na, da haben wir es doch gleich geschafft an die schmale Straße hinter uns. Obwohl, das ist noch ein ganzes Stück zu fahren bis Hechem. Nicht so schnell, Jan. Hier scheint es jetzt ein bisschen mehr Gegenverkehr zu geben. So, nun fahr vorbei, komm. Da warten wir gleich den Kollegen auch noch ab hier.
Hallo? Früher haben wir mal geblinkt. Danke. Da halte ich schon an und dann schneidet er mir noch die Vorfahrt. Läuft. Da kommt das nächste Auto. Da ziehen wir mal gleich rüber, richtig. So. Nun, komm. Muss doch Platz sein für dich. Nein. Jetzt fährst du. Dann warte ich das mal ab, bis du durch bist. Sehr gut. So. Ah, da ist ein Bordstein. Räumen wir mal bis vor. So, da ist eigentlich Platz, aber nee, da ist kein Platz. Das Auto habe ich nicht gesehen. So, jetzt ist aber Platz. Jetzt müssen wir bloß auf den Bordstein hier eben aufpassen. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Bahnübergang ist geradeaus, wenn ich das richtig gesehen habe. Siebertplatz wäre hier jetzt links rein. So, ab jetzt sollte es aber etwas einfacher werden. Schauen wir mal, ob mir das auch wirklich gelingt. Oh, ich habe schon 5 Minuten Verspätung. Wie geht denn das? Uiuiuiui, losgefahren und schon Verspätung wie sonst was. 6:50, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zack, zack. Dankeschön. Danke. 5 Minuten Verspätung. Bin ich zu langsam gefahren? Naja, dann ist dem so. Aber auf der schmalen Straße so runterheizt mit einem 15 Meter Gefährt. Ich glaube nicht, dass das der Bringer ist. So. Hechem, Bahnhof. Da ist frei und da würde ich sagen, ist auch frei. So, der Hauptstraße folgen. Wir warten mal, bis der vorbei ist. Kommt da noch mehr? Ja, da kommt noch mehr. Aber jetzt muss ich auch mal mit rum hier. So. Danke. Hier sind die Bahngleise unten drunter. So, ich vermute mal nach der Ampel links rein. Und dann glaube ich gleich wieder links, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jawohl. Einen schönen großen Bogen fahren. Jawohl. So, und jetzt müssen wir hier bloß ran. Hm, perfekt. So, hatten wir auch einen Haltewunsch? Hallo. Nee, hatten wir nicht. Hallo, guten Tag. Guten Tag. So, dann rein mit euch. Guten Morgen.
Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Das wären 92. Da müssen wir drücken. Zack. Danke. Eine Tageskarte, bitte. 6,50, bitte. Danke. Danke auch. So, ich würde mal sagen, die 5 Minuten halten wir eisern ein. So, jetzt müssen wir hier langsam weg vom Bordstein. Und dann da rein. Und dann blinken. Keine Lichthube geben. Blinken. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ja, ist natürlich genau der Helm im Weg. Und hier ist auch was im Weg. Also ich sehe nicht wirklich was. Schön ist das. Da kommt was Blaues. Nach dem Blauen vielleicht Platz gewesen. Ich versuche es einfach mal. Ja, ich sehe, da kommt noch was, aber das ist noch ein Stück weg. So, Mauer. Komm mal, Kleiner, das muss gehen hier raus. Quartebeckstraße. So. Ümchen ist über die Straße drüber weg. Das heißt, wir können auch vernünftig abbiegen. Hallo. Hallo. Ja, jetzt kommt wieder der große Parkplatz, den wir einmal umrunden müssen. Und diesmal schauen wir, dass wir die leeren Parktaschen noch besser ausnutzen. Ja, gebe ich zu, die Kurve wurde zunehmend schärfer. Fand ich nicht okay.
So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir die Einfahrt auch schaffen werden. Von der Seite, von der anderen Seite haben wir es ja geschafft. Sunifar, komm. Gucken wir mal erstmal rum vorne ein bisschen. Was ist denn jetzt? Also irgendwas ist hier. Keine Ahnung, was da ist. War da was dahinter wieder? Aber eigentlich war da Platz, Mensch. So, rum mit uns. Ich habe doch extra langsam eingelenkt. So, sieht so aus, als wenn tatsächlich mal jemand mitfahren möchte. So, ich fahre wieder nicht bis ganz so weit vor. Kommt rangelaufen. Jawohl, dass ich nämlich hier schön rumfahren kann. Hallo. So, einmal blinken. Da kommt zurzeit nichts. Dann rum mit uns. Noch einmal rum. Oh, jetzt sind hier ein paar mehr Parktaschen belegt, die ich eigentlich nutzen wollte. Vor allen Dingen ganz hier vorne, jawohl. Obwohl auf der anderen Seite, was hätte denn dagegen gesprochen, direkt über den Parkplatz zu fahren? Moment. Schaffen wir das? Rein theoretisch, wenn wir das ein bisschen anders anfahren, schaffen wir das vielleicht. Wir fahren mal so ein bisschen schräg. Mal sehen, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Aha, kann natürlich auch sein. Das war jetzt der richtige falsche Einfall. Da kommt nichts. Ah, ich glaube, das war verkehrt, was ich jetzt mache, oder? Nee, warte mal. Wir müssen ja eigentlich nur vor der Leitplanke wieder rauskommen. Einmal rum. Reicht das? Ne, das reicht nicht. Wir fahren mal den Kleinen zurück. Ja, du hättest mal warten können, mein Kleiner da hinten. So. Jetzt rum. Na gut, vielleicht war... Halt. Vielleicht war der Einfall dann doch nicht so gut. Was warten jetzt? Vielleicht war der Einfall dann doch nicht so gut. Okay. So. Okay, ich wollte es mir etwas einfacher machen. Mann, wie viele Autos kommen denn hier noch? So, jetzt aber rum mit uns. Und weiter. Na gut. Der Ansatz war vielleicht gar nicht schlecht, die Ausführung dann schön. So, jetzt müssen wir dich mal ein bisschen quälen. Hier geht es nämlich berghoch. So, von da kommt erst einmal nichts. Trotzdem müssen wir hier ein wenig über die Grasfläche ausweichen. Ne, halt zum Betriebshof Regio Forster wollen wir nicht. Also wir wollen hier vorne zu der Haltestelle. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob das A weitergeschalten hat und B angesagt worden ist. Leute, warum rennt denn ihr von der Straße runter? Aber da steht was, dass das richtig steht. So, na dann. Bitte schön, einmal aussteigen, wieder alle. Ne, alle nicht. Alle nicht, das ist schön. Fahrkarte 10,92 bitte.
Dankeschön. Danke auch. Alles zu, dann fahren wir los. Du wartest natürlich nicht. Du auch nicht. Wäre ja zu schön gewesen, ne? Bus rauslassen. Naja. Muss man nicht unbedingt. Na, was ist denn jetzt? Kommt vor. Grüner wird's nicht. Ach, weil die Dame dort über die Straße läuft. Komm, ich würde auch gern bei dem Grün noch dabei sein. Gehrenstraße. So, bitteschön. Hallo. Hallo. Guten Tag. Unfall, ja, stimmt. Ist da frei? Da ist frei. Komm mit uns. Kommt mal rangelaufen hier. Hallo. Hallo. Sehr trockene Luft im Bus. Thank you.
habe ich doch geahnt, dass da was kommt. So, die sollte es aber Platz haben mit deinem Manta. Und dann darf ich ja auch rum. Vorsichtig. Ich glaube, ich stehe zu weit rechts hinten mit dem Arsch. So war das was, genau. So, hier hat jemand gedrückt in Küngel. Ach ja, wir fahren hier einmal um die Kirche. Dann bitteschön, ganz da hinten. So, dann werden wir mal hier schön ausholen. Und dann schauen, dass wir hier rum können. Versuchen wir das mal. So, dann gehen wir mal leicht Stoff hier, aber die Verspätung von, naja, aktuell sagt er 5 Minuten, die werden wir wohl nicht abbauen können. Aber ich denke, 5 Minuten sind noch okay. Zumal wir jetzt fast eine Dreiviertelstunde gebraucht haben, zumindest laut meiner Aufnahmesoftware. Über Land zu fahren, bis wir wieder Laubendal erreicht haben. Und das ist der Weg, ganz schönes Stück. Wenn ich dran denke, werde ich nachher mal ganz schnell noch in die Fahrerakte reingucken und dann kann ich euch mal sagen, wie viel Kilometer wir mit dem LÜ hier zurückgelegt haben. Also Hin- und Rücktour. Und dann können wir ja ungefähr so, dann sehen wir ja, eine Strecke sind so und so viele Kilometer, weil man denkt gar nicht, wie viele Kilometer man gefühlt ganz schön in um sie verfahren kann. Oder aber man denkt, es ist viel weiter und dann sind es bloß ein paar Kilometer. Aber wir werden, wie gesagt, wenn ich nicht vergesse, gucken wir dann nochmal in Laubenthal Süd in die Fahrerakte. Jetzt haben wir aber erstmal die Haltestelle hier zu erreichen. Komm mal ein Stückchen rangelaufen hier. Ich fahre nicht so weit vor. Jawohl. Ah. Hallo. So. Was ist denn jetzt los? Erst hatte ich Kontakt. Ach, der Kontakt geht aus. Okay. So, jetzt bin ich natürlich schön. Na. So, dann fahren wir mal hier schön rum. So, jetzt geht es noch mal ein bisschen eng durch und dann denke ich, haben wir das eigentlich geschafft. Eigentlich, wir werden es gleich wissen. Ich wollte schon sagen, Manfred möchte doch bestimmt mit. Na dann, einsteigen bitte. Hallo. Einen normalen Fahrschein. 92, bitte.
Danke. Danke auch. So, hier müssen wir noch mal langsam drum rum fahren. Hallo. Danke fürs Grünwerden, liebe Ampel. Vor. Ich muss ein wenig ausholen, es hilft alles nichts. So, das ist die große Kreuzung mit dem mit der Meilensäule in der Mitte, die wir quasi einmal umrunden müssen. So. Dankeschön. Runterbremsen, hier wird es nämlich ein wenig enger. So, und jetzt müssen wir, wie gesagt, einmal ringsrum. Den warten wir mal ab, der kommt sehr zügig. Da steht vermutlich niemand. Aber Haltewunsch haben wir auch keinen. Nein, da ist niemand. Dann einmal ringsrum bitte. Nee, nicht.
Und noch einmal. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch bestimmt was. Wie schnell ist denn der Blaue hier? Nach dem fahren wir. So, eine Ehrenrunde gedreht, die wir hätten eigentlich gar nicht drehen müssen, aber wir machen es trotzdem. Platz der Menschenrechte ist dann die nächste. Park der Menschenrechte. Park, nicht Platz, Park. So, und hier ist es dann... Oh, warte mal, hier ist ja gleichrangige Straßen. Da kommt aber nichts. Hier wäre es schön, wenn ich gleich hier eine Haltestelle hätte. Da müsste ich nicht einmal um das ganze Ding drum rumfahren, aber gut. Es soll so sein, dann machen wir es auch so. So. Was war denn das jetzt? Gucken wir mal, wie gut oder schlecht ich das angefahren bin. Da ist Platz. Wichtig ist, dass wir um das Auto drum rumkommen. Das sind wir. So, und jetzt müssen wir eigentlich... Ja, wir müssen piep links bleiben. Hilft alles nichts. Oh, piep links bleiben ist so eine Sache. Da ist ein Schild. Was ich eigentlich ungern erwischen möchte. Nee, jetzt gibt es ja keine Fehlermeldung. So, fahren wir mal ein Stückchen vor und dann lenken wir vorsichtig ein. Das passt. Und dann noch einmal rum, weil nämlich unsere Haltestelle hier oben ist. Da ist frei. So, dann bitteschön. Schön, guten Tag. Hallo. Einmal normal bitte. 92 bitte. Danke. Danke. So, das Auto steht natürlich genial da. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier schön dran vorbeikommen. Was war denn das jetzt? Hallo? Wo kommst denn du her? Laut Spiegel war Platz, war frei. Ach Mann. Ich guck mir das dann im Video nochmal an. Langsam ist es etwas unschön. So, da ist frei. Und da auch. Dann rum jetzt mit uns. So, fahren wir erstmal bis vor und dann gucken wir. Wir müssen nämlich hier links abbiegen. Da ist nicht frei, da sehe ich nicht viel. Der biegt ab, da kommt noch einer. Wenn ich wüsste, dass du wirklich abbiegst, habe ich mir es doch gedacht. So, gucken wir mal. Rum mit uns. Rechts blinken, geradeaus fahren. Ich habe es nämlich geahnt. Deswegen bin ich nicht rausgezogen.
Hallo. Akzeptiert er das? Oder hat sich jetzt gerade um sie verabschiedet? Er hat es akzeptiert. Sehr schön, danke. Oh, ich hatte schon Befürchtungen. Ist das der richtige Halt oder müssen wir da vorne halten? Ist egal. Aussteigen bitte. Möglicherweise hätte ich auch hier halten müssen, das wusste ich jetzt aber nicht. Also fahren wir weiter. Ich wollte gerade sagen, hier können wir durchfahren. Pustekuchen, da kommt doch jemand hinterm Busscheißen vorgesprungen. Dann bitteschön, hallo. Einmal normal bitte. 92 bitte. Danke. Danke auch. Gucken wir mal. Reichbrück, Bahnhof. Hallo. Hallo. So, ziehen wir mal vorsichtig ein Stückchen raus. Dass wir dann rumkommen. Unter Beachtung der normalen Verkehrsregeln bitte.
Nee. Nee. Wie geht denn das? Mensch, da war so viel Platz. Da hättest du einen größeren Bogen fahren können, mein Kleiner. Tut mir leid. So, dann lenke ich gleich mal gerade. Hast du gerade meinen Bus kaputt gemacht? Da muss ich den mal neu starten. Aber wir versuchen es mal wenigstens bis zu der Haltestelle hier. So, einmal anhalten. So, Bus fährt wieder. Aussteigen da hinten bitte. Ja gut, manchmal müssten wir auch einen Gang wieder einlegen, dann kann man auch losfahren. Ach ja. Oststraße. Hallo. Guten Tag. So, eigentlich ist es grün und niemand verbietet uns hier nicht abzufahren. Okay, dann machen wir das auch. So, da dürfte es gar nicht mehr weit sein. So, um sie überlegt wieder und nimmt es auch diesmal an. Dankeschön. So, ich glaube, wir müssen uns links einordnen, weil wir links abbiegen müssen. So sieht's aus. Der Abbiegepfeil ist natürlich schön versteckt. Aber ich wusste es schon. So, dann bin ich mal gespannt. Oh, der Kollege fährt einen Copper City. Auch nicht ohne. So, jetzt hoffe ich mal, dass aus der Richtung nichts kommt. Dann kann man nämlich ein wenig ausholen und hier schön gemütlich rausfahren. So, da sind wir wieder Laubenthal Hauptbahnhof Südeingang und müssen bis ganz vorfahren. Aber das schaffen wir jetzt auch noch. So, dann einmal aussteigen bitte. Wir sind da. Oh,
er sagt von Anfang an zu spät. Wir hatten schon in Burghagen 5 Minuten Verspätung und das zieht sich durch. Jetzt sind wir bei 6:53. Okay. Naja. Ich nehme das mal so hin. So, dann machen wir das gute Stück aus und dann machen wir auch die Pfeile aus. Und dann gehen wir auch mal raus. Oh, naja, gut, mit dem Parken, das müssen wir noch mal ein bisschen besser hinkriegen. So, die Tür in der Mitte machen wir auch noch zu. Das war jetzt die Rücktour der Linie R56 von Oberkirchbach wieder hierher, Laubenthal Hauptbahnhof Südeingang. Tja, auch das ist nicht ganz unfallfrei verlaufen. Wobei auch hier § 1 gegenseitige Rücksichtnahme durchaus geholfen hätte. So, ich werde mir jetzt mal den Linienweg der R57 angucken und dann entscheiden, ob wir dieses gute Stück gleich nochmal nutzen werden oder ob wir wieder auf 12 Meter oder weniger umsteigen werden. Aber das seht ihr dann im nächsten Video, wo ich hoffe, dass ihr auch wieder mit dabei sein werdet. Und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss!